es ist soweit. Wir fahren zur Elite. Hallo. Dieses Mal einen kleinen Partybussen. Das ist Partybus 2. Freunde, wir sind alle im Bus. Wir zählen mal durch. Eins. Zwei. Funktioniert super. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Wuhu, unser Bus ist komplett. Jetzt geht's nach Essen. Wir freuen uns. So, wir sind in Essen angekommen, in unserem wunderschönen Flowers Hotel, wie man hinter uns sehen kann. Mega schöne Flowers, wir haben ein total cooles Zimmer. Mhm. Es ist richtig schick und modern und neu. Und jetzt gehen wir noch alle zusammen essen. Schönen guten Morgen. Es ist kurz nach 8 und heute ist Meisterschaftstag. Es ist Samstag, der erste Tag der Routine. Wir haben dieses Jahr eine Two-Day-Performance, weil wir mit in die Finals gekommen sind, beziehungsweise mit in die Finals kommen werden. Und deshalb ist heute schon alles bereit. Unsere Lucky Augenpatches habe ich schon dran, beziehungsweise Augenpads, damit wir auch nachher fresh auf der Matte aussehen. Teamshirt für heute ist schon an. Wir haben wunderschön in unserem Flowers Hotel geschlafen. Und jetzt treffen wir gleich die anderen alle beim Frühstück und da werden wir mal sehen, wie die so drauf sind. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Dankeschön. Erzähl mal, was hast du denn hier bekommen? Ein Luftballon zu meinem 5. Geburtstag. Sehr gut. Dann eine Schärfe und eine Krone. Wunderschön, wunderschön. Guten Morgen, Ira. Na, wie hast du geschlafen? Sehr gut. Wunderbar. Also ein bisschen immer mal wach geworden, aber das Bett war geil. Ja. So, wir sind am Fertigmachen. Wie wir sehen, unser Geburtstagskind ist noch nicht so weit. Nee. Schleicht ein bisschen. Emmy ist schon ein bisschen weiter. Vicky gibt alles. Lea gibt auch alles und Ira ist schon bei den Final Steps. Naja, mein Make-up ist noch weit weg von fertig. Im Augenblick sehen deine Löckchen richtig süß aus, wie früher bei den Peewees so mit den Papillon. Yay! So, Sabine, wo sind wir? Wir sind im Moviepark! Also noch nicht im Moviepark, aber am Moviepark. Sehr gut. Wir sind gerade alle Essentials. Die Fußpatches werden angebracht. Ja, man sieht, es ist alles hier fleißiges Treiben. Unsere Routine-Rituale. Wir nehmen immer alle Mitglieder. Pauli zeigt noch mal schön. Sehr schön. Wir gehen immer mit auf die Körperzeit. Warm und die Aufregung steigt auf alle Fälle und ja, ganz okay. ECC Day 2. Es ist wieder kurz nach 8, halb 9. Wir konnten heute
gemütlich ausschlafen, so wie gestern auch schon. Die Glücksaugenpads sind natürlich auch wieder am Start. Und wir haben versucht, bestmöglich auf unserem coolen Balkon, den wir in unserem Hotel haben, unsere Uniformen noch etwas auszustinkern, damit uns alle Leute heute auch riechen können, wenn wir dann kommen. Wir gehen jetzt frühstücken und treffen da gleich die anderen. Und bildet ein Haus. Jetzt mal kräftig winken und klatschen wie Applaus. Jetzt der Helikopter. Wir drehen uns im Stand. So, ECC Day 2, here we come. Sind alle wieder da von unserem Bus? Und was gehen wir in den Park? Genießen den Tag. Voll? Na, das ist Quatsch. Und die Menschen fragen, ob wir zum Tanzen hier sind. Aber nee. Eigentlich sind wir? Das ist schon immer so. Wir sind Ping-Pong-Weltmeister. Also Tischtennis nennt man das auch, aber wir Profis sagen Ping-Pong. Und nicht zu wechseln mit Bier-Pong. Naja, und wir machen ja halt heute unseren wichtigsten Wettkampf. Qualifikationen für die Weltmeisterschaften kennt man. Sehr gut. So, wir haben es mittlerweile 16.30 Uhr. Und DMC macht sich fertig für Day 2. Wir werden noch die letzten Vorbereitungen getroffen. Andere Teams wärmen sich schon auf und wir machen uns gemütlich im Schatten und am Campingdach fertig. Start. Und jetzt müssen wir nur noch die
sie Sassi zum Lächeln bringen. Sassi, lach mal mit dem Spaß. Und weil wir jetzt irgendwie hier draußen auf die Siegerehrung warten müssen, schauen wir halt den Livestream. Darf ich mal schnell Ausweise verteilen, bevor wir... Stolpern. Ja, today, let's hear it for our first place with a score of 93 points. So, 4 Uhr nachts, kein Abschluss von Vlogmachen? Nee, deswegen machen, Arbeitseinstellung. Deswegen machen wir den jetzt hier. Wir sind gerade noch alle gemeinsam beim Abendessen bei McDonald's. Ganz healthy und gesund. So wie gestern der Tag mit dem Diesel geendet hat, hat er jetzt mit meinem Ramp geendet. Und zwar, er hat sich angespuckt. In die Nase? Okay. Ja, wir zeigen nochmal unseren wunderschönen Pokal. Ja, weil wir sind nach wie vor World Champion. Wir haben die gewonnen. Wir werden jetzt alle mehr oder weniger geschlossen nach Hause fahren. Wir haben nur noch knusprige 6 Stunden vor uns, aber das werden wir auch noch schaffen. Und dann sehen wir uns zum nächsten LCV-Vlog.